Das merkt ihr so langsam, da schlägt auch bei mir der Alkohol ein bisschen ein. Ich Also ich werde ein verstehe bisschen eigentlich, was du meinst. lässig. Moin, ihr Lauser, und herzlich willkommen bei Krachmurger TV. Ich bin Ernie und wie versprochen, ich habe mir wieder zwei Gäste eingeladen und wir wollen über ein Thema sprechen. Heute würde ich mich gerne mal mit zwei Gästen über das Thema, wie viel Humor kann Metal unterhalten? Das ist wie letztes Mal, genau das gleiche. 8 Fragen, 8 Bier, 2 Gäste, ein Thema. So läuft das. Und ja, hier gleich zu meiner Rechten, da habe ich den Michael Göre, den ich in erster Linie als Poetry Slammer kenne. Der sehr viel sehr viel mit Metal auf der Bühne arbeitet. Kann man das so sagen? Ja, Ja. definitiv. Du machst aber noch ganz viel anderes, ne? Ja, aber Metal ist so mein Lieblingsthema. Ja, aber auch jetzt generell, du legst auf, beziehungsweise hast jetzt vorhin erzählt, das machst du jetzt Ja. nicht mehr, aber du schreibst Bücher, du machst, was machst du noch? Ja, das war's eigentlich. Ja, ich moderiere halt auch noch, bin selber Veranstalter, was man halt dann so macht. Ja, aber in erster Linie Poetry Slammer Ja. und mit dem, ich sag mal, Spezialgebiet Humor. Ja, und was ich eben auch ganz gerne mache, das habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Da habe ich mir Steffen von Cryptic Root eingeladen. Der kommt aus dem Underground, hat so ein richtig uriges Underground-Label mit Kassetten und Platten. Und dazu eben Chris von The Other, der da schon ein bisschen auf größeren Bühnen unterwegs ist und durch Horrorpunk ein bisschen bunter auch. Ja, und ich habe mir heute Olle von Atomwinter geholt. Und ich sag mal, Atomwinter ist so, ich denke mal, der größtmöglichste Gegensatz zum Humor. Schwarzer, stampfender Death Metal. Moin Olle, schön, dass du da bist. Oh, danke für die Einladung. Wunderbar. Ich möchte auch noch gleich mal erzählen, wie ich Olle das erste Mal kennengelernt habe. Wir haben in, wo war das? Das war in Göttingen. Haben wir zusammen gespielt. Ich war da gerade mit irgendwen am Schnacken und da rennt ein Typ an mir vorbei. Hier lange Haare, länger Bart und in dem einen Arm zwei Totenköpfe und im anderen Arm hier 10 Kilo Eisenketten. So, und so ist er auch auf der Bühne. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Was ich ein bisschen spannend finde, ist so, dass ich hier einen habe, der auf der Bühne mit Humor arbeitet und jemanden, der auf der Bühne genau das Gegenteil macht, den ganzen Scheiß rauslässt. So würde ich sagen, kann man das erstmal zusammenfassen. Und wie ihr wisst, wenn ihr die letzte Show gesehen habt, wir haben 5 Minuten, alle 5 Minuten ein neues Bier getestet. Das machen wir heute ein bisschen anders. Ich denke jetzt, blind testen bringt relativ wenig. Wir haben hier ein paar Biere stehen. Aber als ich meine Gäste darauf vorbereitet habe, da kam Olle damit an hier, ja, ich bringe hier Eierlikör mit, ich bringe auch ein paar mehr Eierliköre, aber ich bringe einfach 3 mit. Erzähl mal, was hast du damit auf sich? Ja, also das liegt natürlich daran, dass ich selber gerne Eierlikör trinke. Mittlerweile ist auch das Schöne, dass ich auch bei den Auftritten manchmal sogar schon Eierlikör mitgebracht kriege von irgendwelchen Fans oder Veranstaltern, also spricht sich rum. Und dementsprechend habe ich dann halt auch gewisse Kontakte. Und der Jürgen aus dem Ruhrpott, der hat mir eine schöne Flasche Eierlikör gebracht, getestet auch schon von Onslaught und Sodom. Ja, damit fangen wir doch mal an. Ja, Schenk doch mal aus. und wir waren ja mit Sabiendas auf UK-Tour und der Jürgen hatte auch sein Eierlikör mitgebracht und der wurde Und von uns. das ist so ein Ding im Death Metal, Eierlikör. Ja, im Death Metal nicht, ne? Aber ja. So das, woran ich als erstes Schön. denke. Du musst jetzt ein, ne? Ja, Weißt das du? ist furchtbar, Ja, furchtbar. ich hatte Micha das auch erzählt. Der wollte eigentlich dann gerne beim Bier bleiben, aber wenigstens einen muss er hier. Ja, komm. So, wollen Also, wir hier ist jetzt Fach. auch testmäßig, ne? Da muss jeder mal sagen, Nur, was da rausschmeckt, ne? erstmal Prost. Oh, Schön, dass Prost. ihr da seid. Jo. Ja, mal locker angehen. Was sagst du dazu? Jo, kann man. Also, hat so was Baileys-mäßiges. Ich Ganz glaube, okay. ich mit Bacardi oder sowas angesetzt. Ich weiß es aber nicht. Ich habe Hm. nicht nachgefragt, aber schmeckt gut. Ja. Ja. Ah, wollen wir mal anfangen. Du gibst uns da hinten mal so ein Zeichen, so alle 5 Minuten mal, so dass wir so eine kleine. Ja, Metal und Humor, das ist so ein bisschen das Thema heute. Inwieweit passt das zusammen? Wann passt es zusammen? Darauf möchte ich mehr eingehen. Und dann wollen wir erstmal locker anfangen. Meine Frage ist dann so an dich: Worüber kannst du so richtig lachen? Also, was ist für dich Humor? Also, nicht was ist Humor, sondern was ist für dich richtig, richtig guter Humor? Wo du einfach echt Also brechend zusammenbrichst. ich liebe einfach Flachwitze, aber also zum Beispiel in letzter Zeit gucke ich wieder ziemlich viel Tatortreiniger und Pastewka und sowas. Also wenn ich mir so Comedy-Sachen angucke, so Film und Fernsehen oder sowas, finde ich schon geil, wenn Leute sich da Gedanken drüber machen. Also ich halte zum Beispiel Loriot immer noch für den besten deutschen Humoristen, den wir jemals hatten. Und das finde ich halt geil, das macht Spaß. Aber so ein schöner Flachwitz,
Ja. Muss einfach auch sein. Also, wenn das Niveau nicht unter dem Teppich ist, dann war es also ganz schön. Gerade da geht es ja bei mir dann los, ne, wenn da der Humor unter dem Teppich ist. Schön schwarz. Also, ich stehe ja auf die Leslie Nielsen-Sachen, auf den ganzen Latte Kanone-Kram und so weiter. Das ist ja so meine Baustelle. Olli, wie ist das bei dir? Ja, gut, ich bin auch eher in der Flachwitz-Ecke anzusiedeln, glaube ich. Ein paar tiefgründige humoristische Dinge sind es auch noch, möchte ich sagen, ja. Film über unter den, der Gürtellinie darf es ja sein. Und Film, über den du herzlichst lachen konntest in letzter Zeit? Da fragst du mich was. Ich kann dir sagen, dass ich mal über einen Titel herzlich lachen konnte und das war Die römische Kanone. Also der Film ist sowas von scheiße, aber ich weiß noch, ich habe auf dem Motorrad gesessen und habe mich über diesen beschissenen Titel irgendwie kaputt gelacht. Also guckst du öfter Filme auf dem Motorrad? Nee, aber ich habe ihn mir ausgeliehen und auf dem Weg nach Hause. Das ist ein Film wegen diesem beschissenen Titel irgendwie ausleihen aus der Bibliothek, ne? Ja, wunderbar. Nee, das ist doch, dann haben wir schon mal so eine kleine Basis. Und ich fange mal jetzt bei dir an, Micha. Und zwar, du als Poetry Slammer gehst auf die Bühne, machst letzten Endes nicht Witze über Metal. Ich habe da so ein ganz schönes Zitat von dir gefunden. Es geht nicht darüber, über Metal, sondern mit Metal zu lachen. Genau. Habe ich das so richtig zitiert? Wie sind die Reaktionen deines Publikums? Und ich möchte so zwei teilen. Einmal so die, die ganz offensichtlich nicht in dem Genre unterwegs sind und die, die vielleicht gerade wegen dir da sind und eben dort unterwegs sind. Wie sind die Reaktionen da? Dass du dich humoristisch auseinandersetzt damit. Also ich finde es immer ganz erstaunlich, wenn ich so vor völlig normalem Publikum irgendwas über Black Metal erzähle und so weiter, dass Leute sich da trotzdem mit identifizieren können und das geil finden. Vielleicht münzen die das dann auf, was weiß ich, Hip-Hop-Szene oder so. Wenn ich über Schriftzüge lästere, die man nicht lesen kann, dann kann man das auch auf Graffiti münzen. Und die haben dann Höllenspaß dran, im wahrsten Sinne des Wortes. Und beim Spezialpublikum, also beim Metalheads, kommt es halt super an, weil die viel erkennen, was halt für Normalleute versteckt ist. Ja. Also wie im guten Superheldenfilm, wo extrem viele Anspielungen sind, die halt nur Leute lustig finden, die ja auch die Comics kennen. Ja, das ist mir bei einem Video von dir besonders aufgefallen, was sehr spezifisch war, wo man, glaube ich, nicht drüber hätte lachen können, wenn man nicht in der Szenerie unterwegs ist, wenn man Judas Priest nicht kennt, wenn man, ich sage mal, ein paar mehr ein bisschen näher drin ist und auch so ein bisschen Fachwissen hat. Kommst du schon mal vor, dass du erzählst, keiner peilt was, weil einfach auch nicht das richtige Publikum da ist und du zu sehr ins Detail gehst? Nee, das kann ich ja schon auseinanderhalten. Also es gibt halt Texte, die ich wirklich nur auf Metal-Events mache. Also ich bin ja ganz oft bei Metal-Clubs und lese da oder auf Festivals oder mache halt Solo-Lesungen, die ganz explizit wirklich nur für Metalheads sind. Und sowas Spezielles lese ich nicht vor einem normalen Publikum, das wäre auch witzlos. Ja, und auch durchaus mal negative Reaktionen vom Metal-Publikum, weil lustig? Ehrlich gesagt, nein. Also mich wundert es. Also einer hat mal einen Bierbecher geschmissen, das war auf dem Break the Ground Festival. Der hat sich aber noch als der Bierbecher flog, schon entschuldigt. Ach, alles klar. Sorry, wollte ich nicht. Ja. Und in dem Moment klatscht das Ding neben mir auf der Bühne. Ja, wobei es halt so ist. Er war halt hackenbreit einfach. Ja, klar. Muss man verstehen, war schon 12 Uhr. Gut, ich denke mal, wenn jemand noch ein Poetry Slam geht, dann möchte er auch nicht auch unterhalten werden. Und dann weiß man das. So, Kinder, was wollen wir jetzt, was wollen wir testen? Wollen wir mal ein Bier nehmen? Ja. Wenn immer noch. Ich fange einfach mal an. Und zwar hat der Jörg, der ehemalige Drummer von Secrets of the Moon, mit dem stehe ich ein bisschen im Kontakt, wir schreiben hin und her. Und er meinte irgendwann, jetzt hoffentlich kriege ich das nicht durcheinander, dass sein Cousin Bier braut. So, und das hat er mir einfach nur immer mal erzählt. Und irgendwann kriege ich plötzlich ein Paket geliefert. Da habe ich jetzt einfach mal was, das nennt sich das Teutoburger. Regional natürlich lecker. Ich habe für heute ein helles und ein Pale Ale. Wollen wir mit Pale Ale anfangen? Ich mache das jetzt hier mal auf. Muss man mal gucken. Dadurch, dass ich das jetzt heute hier vor dem Mikro mache, wird hier nicht Zerstörung im Sound geht. Aber wir fangen mal klein an. Ich schütte euch da mal jetzt so ein bisschen was rein hier. Mal checken. Olle, bereite dich schon mal drauf vor, denn du wirst dazu was sagen. Nachdem ich noch mal kurz ein, zwei Sachen dazu zu dem Hersteller loswerden möchte. So. Und zwar ist das so, dass die Herrschaften keine eigene Brauerei haben, sondern sich wohl immer als Gast wo einmieten. Als Wanderbrauer haben wir noch keine eigene Produktionsstätte. Unsere Biere werden nach unseren Rezepten und unter unserer Mitarbeit und Kontrolle in regionalen Brauereien hergestellt. Das Pale Ale bewerben sie mit Hopfen betont, aber nicht über Hopf. Unsere alternative Empfehlung für Pilztrinker. Oh, dann sag mal was dazu. Ist das eine Alternative? Prost erstmal. Prost. Teutoburger.
Naja. Hat halt keine Blumen. Mhm. Ja, ja. Es ist halt nicht so mein Geschmack, muss ich sagen. Erinnert mich ein bisschen an England. Und ja, meins ist es nicht, sagen wir es mal so. Ja. Hat so einen leichten Spüli-Faktor. Ja. Gut, schneidet jetzt nicht so ab. Ich finde es ein bisschen unspektakulär, das muss ich schon sagen. Bin jetzt aber auch, wie gesagt... Hopfen schmeckt man raus, gar keine Frage. Aber es ist spannungslos für mich. Ein bisschen, das muss ich auch sagen. Also ein bisschen sehr neutral, ne? Dann kommen wir auch gleich mal zu dir, Olle. Und zwar, ich denke mal, was unsere Intention auf der Bühne betrifft, da sind wir uns, glaube ich, relativ ähnlich, das Ausrasten. Und wie ist das bei dir? Du weißt, in 5 Minuten geht's los, du weißt, jetzt musst du gleich auf die Bühne gehen, du gehst auf die Bühne. Was ist deine Intention? Was sind deine Beweggründe? Was willst du auf der Bühne rüberbringen und was machst du für dich selber? Also für mich selber mache ich eigentlich gar nichts. Ich bin halt vorm Auftritt sehr konzentriert, versuche dafür zu sorgen, dass alles da ist, wo es hingehört. Auf der Bühne selbst möchte ich einfach abschalten. Ich möchte einfach, wie du es schon sagst, am liebsten ausrasten und alles rauslassen. Also ich sage jetzt mal, wir sind ja alles auch normale Menschen, die mit allen möglichen zu tun haben, und auf der Bühne muss alles raus. Also ja, auf die Fresse, das ist eigentlich so das Stichwort. Du hattest in der aktuellen Legacy ein Interview gegeben und da ist auch gleich in der Überschrift: bei Mucke findet der ganze negative Dreck sein Ventil. Richtig, ja. Was hältst du davon, auch wenn es, da werden wir spezifisch noch drauf eingehen, aber was hältst du von dem Konzept, Metal mit Humor zu verbinden? Einfach mal ganz platt gefragt, auch wenn es nicht, was du machst, du weißt, nichts damit zu tun hat, was Micha zum Beispiel macht. Für mich ist es halt nichts. Also ich meine, es gibt ja diese typischen Festivalbesucher, die halt Spaß daran haben, sich zu kostümieren und dergleichen. Ich will das auch nicht verurteilen. Ich würde es halt nicht machen. Ist nicht meine Welt. Als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich es auch ganz witzig. Die Teletubbies auf irgendeinem Festival, keine Ahnung. Hat man zum ersten Mal gesehen, irgendwann war es langweilig. Ja, aber das ist so ein bisschen was anderes. Darauf wollte ich nicht ganz hinaus. Das ist und mehr im Metal so selbst, um die Frage zu beantworten. Es kommt immer darauf an, wie es verpackt ist. Es gibt ja zum Beispiel auch Grindcore-Bands, die das alles total lustig finden. Ja. Ja, meins ist es nicht. Das ist genau der Punkt, nicht, ja. Weil ich mache halt Musik aus anderen Gründen, weil ich bin Death-Metal-Sänger und ich will halt irgendwie Emotionen in anderer Richtung loslassen. Ich bin da anders ausgerichtet, sagen wir es so. Richtig, negativ. In dem Fall ist es natürlich eben auch eine Band und es ist Death-Metal, es ist sehr finsterer Death-Metal. Da finden ganz andere Emotionen ihren Platz. Wie würdest du das so kommentieren, auch aus der Hinsicht, was du machst? Also das Interessante ist ja, dass ich zwar humoristisch arbeite mit Metal, aber zum Beispiel so Kasper-Sachen auf Festivals kann ich auch absolut nicht leiden. Also ich nehme Metal halt sehr ernst eigentlich. Und also ich finde, Humor in Musik kann immer gehen, aber es läuft meistens ziemlich schief. Also wenn ich mir sowas, was weiß ich, Grindfuckers oder sowas, das geht. Oder hier Kadaverficker. Das sind einfach so Sachen, da ist auch der Sound und so, und da geht es nicht so sehr darum, dass man jetzt einen Witz versteht, aber sowas wie JBO oder sowas kann ich nicht haben. Ja, und das sind so zwei... Kotzt mich an. Das sind so zwei Lager. Also so, du hast einmal einerseits Experimental Grindfuckers und auch Kadaverficker, das ist richtig, die würde ich tatsächlich... Die bedienen ja aber auch ein bestimmtes Genre, nämlich diese Grind-Szene, die sie spielen um 10 Uhr auf dem Partisan, es fliegt die ganze Badeutensilien da durchs Publikum und das muss einfach so sein. Auf der anderen Seite hast du so etwas wie JBO, wo Musik tatsächlich mit Humor verbunden wird, auf eine, ja, es ist so eine Art, es ist stumpf, aber irgendwie kein geiles Stumpf. Nee, das ist das, was ich finde. Das Ding ist so bei JBO oder hier Feuerschwanz oder sowas, der Witz hat sich nach einem Album erledigt. Ja. Aber sie machen trotzdem immer weiter und irgendwann steht man da nur noch und denkt, Mitleid. Ja. Als ich mich mit den Fragen, die ich stellen wollte, auseinandergesetzt hatte, ist mir aufgefallen, und dieses Thema haben wir jetzt auch schon angesprochen, dass man unterscheiden muss zwischen Humor und Metal versus Spaß und Metal. Denke einerseits, du hast etwas Humoristisches, du bist auf der Bühne, du erzählst vom veganen Black Metaler. Übrigens ein grandioses Video, wollte ich einmal nochmal, ich werde das unten verlinken, gerade gegen Ende. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Du bist plötzlich von etwas sehr Lustigen auf etwas sehr Ernstes gekommen und hast, glaube ich, dem einen oder anderen aus dem Kloß im Hals hinterlassen. Magst du das einmal erzählen? Da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Also guckt euch das Video an. Das Ding ist halt,
der Schwerpunkt auch so bei meinen Metal-Lesungen ist lustig, aber es gibt halt auch stille Momente. Ich habe zum Beispiel einen Text, den ich bei Metal-Lesungen lese, der heißt Solitude. Da geht es halt um die Leute, die wir verloren haben. Mhm. Und dass aber die Metaller selbst noch eine Familie sind, die einen auch dann immer wieder auffängt. Und das ist halt, da ist null Witz drin. Der ist halt basiert auf wahren Tatsachen. Ja. Und der ist halt ernst und dann sind die Leute ruhig. Und ich finde das halt wichtig. Also ich kann nicht auch die ganze Zeit immer nur so Ballerhumor machen. Ich bin nicht Mario Barth. Du hattest das Ende aber improvisiert, hattest du mir mal erzählt. Ja, das war, also ursprünglich endete das Ding einfach, aber dann kamen halt diese Anschläge bei Charlie Hebdo. Mhm. Und irgendwie musste ich da noch was machen und habe das dann einmal auf der Bühne improvisiert und habe gemerkt, ja, jetzt ist der Text fertig, jetzt ist er richtig, jetzt habe ich den Twist am Ende, um das zu sagen, was ich sagen wollte. Mhm. Und das ist halt schön, also dass ich, deswegen, also so reine Comedy-Sachen werden mir auch zu anstrengend, immer die ganze Zeit lustig zu sein. Ich darf halt ab und zu auch nachdenklich werden. Ja, ja, das ist natürlich wichtig. Bevor wir zur nächsten Frage kommen, was testen wir? Ich würde sagen, wir hauen uns wieder ein Eierlikör rein. Mhm. Und zwar, ich würde ganz gerne mal diesen hier ausprobieren. Den hast du mitgebracht, Olle, erzähl was dazu. Ja, das ist von Nadine aus dem Erzgebirge. Ja. Grüße. Mittlerweile eine Freundin von mir geworden. Ja, die hat den extra für heute auch angesetzt. Ja. Mit braunem Rum. Ich habe ihn extra noch nicht probiert. Ich weiß nicht, wie er schmeckt, aber er soll großartig sein. Ja. Habe ich gehört. So, nachdem ich den letzten kurzen aufgegessen habe. So, der kommt hier auf jeden Fall schon mal dickflüssig raus. So. Ein Nachtisch. Ja. Also, meiner Kunde. Hat das bei dir mit dem Eierlikör angefangen? Mit 4 Jahren. Damit du still warst. So, nee. Ich stelle den erstmal hier hin. Ich sehe schon eine Kamera. Aus Versehen, ich habe einmal den hier für dich. Ich habe den hier für dich. Den stelle ich einmal wieder hier hin. So, ich sage jetzt einfach mal was dazu. Prost. Prost. Oh ja, das ist Pudding. Das ist ordentlich Pudding. Joghurt. Hey, du willst gerade trinken, kann man gar nicht. Hat viel Volumen. Kann ich mit dem ganzen Geduld hier aufessen. Schön. Oh. Gut. Hat genau die Konsistenz, wie ich mir das vorstelle. Der hat so ein bisschen mehr Wumms und ein bisschen mehr Charakter. Ja. So frech in der Blume. nee, also den finde ich gut. Fand ich gut. Also man kann sich, du kannst mir nicht erzählen, dass du mich mit sowas besäufst. Oh. Geht das? Ja. Also erst, da wird man doch gut fett und, na gut. unglaublich. Nee. Lecker. Und ich habe eine Frage an dich. Und zwar, ja, ich habe das gerade angesprochen, Humor-Metal wäre Spaß-Metal und gewisse Lockerheit. Bis hin zu solchen klassischen Sätzen, man muss sich nicht so ernst nehmen. Was ist für dich so der wesentliche Unterschied, wenn du so etwas wie JBO nimmst, im Gegensatz zu jemand wie Tankard, die ja auch humorvoll auf der Bühne sind. Hin und wieder natürlich auch ernste, jetzt gerade auf dem neuen Album haben die auch ernste Texte. Ich habe mich diesmal vorbereitet, mittlerweile habe ich das ein oder andere von Tankard mehr angehört. Auch das neue Album. Aber das ist mit Spaß verbunden. Natürlich auch mit der Bierseligkeit, die ja wichtig für ein Metal ist. Was sind da für dich so, warum geht das eine, warum geht das andere nicht? Das ist die Frage, ob überhaupt was davon geht. Aber eigentlich doch, geht schon. Also ich meine, JBO kenne ich mehr so als Band, die halt auch bekannte Lieder auch nachvertont und auch eigene Kreationen macht und halt auch wirklich sehr viel Witz reinbringt. Bei Tankard ist es ja allein schon aufgrund der englischen Sprache nochmal eine andere Nummer. Mhm. Und Tankard würde ich dann tatsächlich auch wirklich in die Thrash-Metal-Ecke halt einfach reinpacken, klar, weil sie einfach die Musik halt auch entsprechend machen. Ja. Die haben halt ihr Hauptthema Saufen, ne? Mhm. Das ist der Hauptunterschied im Prinzip. Und bei JBO denke ich mir, die machen sich schon viel Gedanken, wie kann ich die Leute amüsieren. Mhm. Und es ist ja schon eine Menge Wortwitz dabei. Auch speziell, ja, weil es halt auch in der Regel in der deutschen Sprache ist. Du kriegst es ja sofort mit, was die wollen. Ich kenne die von ihrem allerersten Album, das weiß ich nicht, ist das um 98 rausgekommen, wo sie auch unter anderem Nirvana, hier Smell Like Teen Spirit, anders gecovert haben und so. Und da war das so ganz witzig. Ich habe sie dann irgendwann aus den Augen verloren und das wurde mir auch zu bunt und zu, ich sag mal, das was man an Wacken negativ findet, habe ich dazu sehr drinne. Ich hatte in einem Interview von denen gelesen, dass sie sich tatsächlich auch darüber beschweren, dass sie zu sehr auf Covers reduziert werden, dass das auch Arbeit wäre und sie sich als Künstler nicht so ganz so, kam das so ein bisschen im Subtext runter, nicht ernst genommen fühlen in ihrem Humor. Das widersprach sich dann doch ein bisschen. Nee,
Man muss denen aber zugestehen, dass sie ihre Instrumente beherrschen. Also das klar, du musst sowas natürlich können. Das ist sowas. Auch vom Gesangstechnischen haben sie es schon noch drauf. Das ist richtig. Weil ich auch dir jetzt vollkommen zustimme, dass ich sage, das ist halt so eine ganz bestimmte Sparte von Humor. Und diese Wacken-Vergleichsgeschichte, das stimmt schon irgendwo. So, ja. Und wie ist das denn überhaupt mit Humor, Witz und Spaß im Metal? Und ich denke mal, ich habe jetzt so ganz bewusst, lasse ich es mal so Black Metal, was so extrem weit auf der einen Seite steht, im Gegensatz zum Beispiel jetzt vielleicht Grindcore, sondern wirklich einfach Metal-Szene, Metal-Lifestyle, der irgendwo relativ ähnlich ist. Das klassische Kutten, lange Haare, gerne saufen, ist jetzt sehr, sehr simpel auf den Punkt gebracht. Aber wie sind da so überhaupt eure Erfahrungen und eure... ja, auch eure eigene Meinung, inwieweit man einen Lifestyle, wie du das selber gesagt hast, ich wurde letztens für den Begriff Lifestyle so abgestraft, etwas, was man sehr, sehr ernst nimmt, wo man sehr, sehr viel Emotion findet oder nach außen transportiert. Wo ist da Platz für Spaß und Humor? Also Humor ist, glaube ich, für die Szene doch extrem wichtig. Also wenn ich so an so Partys denke, irgendwann fängt man an, blöde Witze zu erzählen. Man ist schon spaßig. Also ein gutes Beispiel für mich ist einfach so dieses, ich habe jetzt letztes Jahr dreimal Deserted 4 live gesehen und ich fand das super. Die haben total Spaß auf der Bühne, ja, grinsen sich ein, aber sobald der Song losgeht, zählt der Song. Also die Kunst wird dadurch nicht geschmälert oder irgendwie in Frage gestellt, dadurch, dass sie zwischen den Liedern einfach mal Spaß haben oder einen blöden Spruch machen oder so. Sie nehmen es halt, die Musik, total ernst, haben aber dadurch Spaß und ich finde, das schließt sie nie aus. Richtig. Wie ist da deine Meinung? Ja, sag jetzt mal, bei mir ist es anders. Also ich bin halt auch, glaube ich, echt in der Sache drin. Auf der Bühne ist für mich kein großer Platz für Humor in dem Sinne. Mhm. Also es geht wirklich darum, auf die Fresse und nach draußen rauszuhauen. Ja, und das hatten wir jetzt schon. Was heißt, trinken wir noch mal was? Ja, würde ich sagen. Ne? So, was nehmen wir denn jetzt? Wir hatten jetzt gerade eben das Teutoburger. Das war leider ein bisschen zu neutral. Ich würde ganz gerne, jetzt hatten wir eben den ein Bier. Was hast du denn für Bier mitgebracht? Ich reiche dir mal eins von denen und du erzählst mal, warum du das mitgebracht hast. Ja, aus meiner Heimatstadt Duderstadt habe ich zwei Sorten Bier mitgebracht. Ja, das heißt Heimatliebe. Der Name ist ein bisschen beknackt, aber schmeckt eigentlich ganz gut. Es gibt da verschiedene Sorten von und jetzt habe ich mal, ich habe dunkles Bier und ich habe helles Bier. Mhm. Ja, probieren wir mal. Was ist das jetzt? Das Rote. Ja, was steht denn da drauf? Sieht nach dunkel aus. Ne? Ja, das ist das Dunkle und das Grüne ist das Helle, ne? Da steht dunkel drauf hier. Auf dem Grün ist dunkel. Auf dem Grün. Dann ist das so gut. Kann man sich tauschen. Ja. Oh, jetzt habe ich total voll gemacht. Ja, das macht nichts. Das macht nichts. Ich trinke ja gerne Bier. Ja, das ist ja sowieso, also Bier und Metal wiederum passt ja wunderbar zusammen. Warum ist das überhaupt so? Warum ist das eine Musikrichtung, wo Bier unglaublich gut so passt? Ich glaube, das ist noch so dieses Arbeiterklassending, oder? Ja, also, stimmt. Ich meine, Birmingham, Black Sabbath war eine Arbeiterklassenband, AC/DC, hat das ja total verkörpert. Ja. Und da ist Bier halt das Getränk der Wahl. Ja. Und ganz ehrlich, Moschen und Rotwein trinken ist ein bisschen viel. Ich wollte gerade fragen, was für Musik würde denn zu Rotwein passen? Also ist das dann... Type O. Stimmt. Ja, natürlich, klar, Type O. Das oder Paradise Lost. Ja. Ja. Oder gibt durchaus Rotwein-Metal. Black Metal denke ich auch, ne? Prost, Leute. Was haltet ihr von der neuen Paradise Lost? Ich habe die letztes Mal schon so abgefeuert. Ich habe die noch gar nicht gehört, muss ich zugeben. Habe aber viel Positives gehört. Ja. Angeblich Back to the Roots. Ja, ja. Wahrscheinlich dann auch, ich glaube, du hast das auch selbst in der Sendung gesagt, es ist ja nicht von den ersten Scheiben, sondern von der dritten so, ne? Mhm. Ab der dritten. Ja. Wo ich sage, da fing es für mich persönlich an, dass Paradise Lost für mich uninteressant wurden. Ja, welche meinst du? Meinst du dann die Draconian Times oder schon davor? Weil die dritte war ja... Die Icon. Die Icon, ne? Und ein Album, was mir ja sehr wichtig ist, die Shades of God. Die wird so selten erwähnt, dabei ist so mit As I Die und so das ist groß. Die dritte, ne? Ich weiß nicht. Die Lost Paradise, dann die Gothic und dann die Shades of God und dann kam erst der Rest. Das Bier schmeckt so ein bisschen nach Brause, kann das sein? Hat nicht, ja. Aber wie ist jetzt ein bisschen den Schaum? Aber ich bin ja hier von der Pulle bin ich auch enttäuscht gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte Pilsner mitnehmen müssen, das wäre, glaube ich, besser gewesen. Also kann man trinken, aber es ist jetzt nicht so spektakulär.
Ich habe mir hier mal ein paar Bands noch aufgeschrieben, die man, die durch ihre Art und Weise mit Humor in Verbindung gebracht werden können. Und zwar hatten wir JBO und Knorkator zum Beispiel noch nicht und vor allen Dingen Gore. Eine sehr bunte, eine sehr verrückte Band. Ich denke, das ist auch immer noch. Was ist, kennt ihr Gore? Seid ihr vertraut mit Gore? Ja, da ist halt das Event immer so das Ding. Ne? Ja. Ich will vollgespritzt werden, ich gehe in die erste Reihe mit weißem T-Shirt. Ja, genau. Ja, also früher hatten sie ein paar geile Songs, aber irgendwie hat sich dieser Witz mit den Kostümen ja auch so ein bisschen erledigt. Ja, das ist sicherlich Musik, die ohne Kostüme nicht so funktionieren würde. Auch wenn wir da ein Album auf Kassette im Auto hatten, war vielleicht doch ganz, ganz, rockte ganz schön. Und wo würdest du einen Unterschied zwischen dem, was du machst und dem, was Bülent Ceylan macht, ziehen? Wo würdest du sagen, da sind die ganz klaren Unterschiede? Und ich habe die schöneren Haare. Bülent Ceylan macht halt Stand-Up-Comedy und muss halt immer eine Punchline nach der anderen liefern. Also es ist halt ganz klassisches Comedy-Ding und er ist ja auch, ich habe in letzter Zeit jetzt nicht viel von ihm gesehen oder sowas. Ich gucke nur ab und zu, sehe halt ab und zu, dass er neue Programme hat. Er ist ja auch von dem Thema Musik ziemlich weg. Das war für am Anfang so ein Aufhänger. Mhm. Hat ja auch super für ihn funktioniert. Er ist ein saunetter Typ, was ich so von ihm mitgekriegt habe. Ja. Also und, so wie du jetzt redest, schon, dass ich einmal ganz kurz unterbreche, du konnotierst das jetzt gar nicht mit Negativen. So, warum kommst du? Verbindest du jetzt uns beide? Nö, ich mag ihn, was er macht, macht er gut, aber es hat mich jetzt nie so richtig gepackt und es war halt, am Anfang wurde ich halt sehr oft mit ihm verglichen, aber ich bin ja eher ein Geschichtenerzähler, also was ich mache, sind ja formal Glossen, Kolumnen oder halt Geschichten. Ja. Und Stand-Up ist halt wirklich eine Line nach der anderen raushauen und du brauchst einen gewissen Takt. Und davon bin ich ja frei. Ach so, das ist dann nichts. Also ich habe mich jetzt natürlich so gedanklich nicht damit auseinandergesetzt, weil ich einfach nur konsumiere. Es ist schon so, Comedy muss wirklich bam, bam, bam. Du hast einen ganz bestimmten Rhythmus. Ja. Alle zwei Sätze muss eine Punchline kommen. Ja, okay. Und du erzählst, würdest dann praktisch sagen, du erzählst eher eine Geschichte, die dann auch lustig sein kann, genau. Aber nicht muss. Also wenn 30 Sekunden mal nicht gelacht wird, ist das kein Problem für mich. Dann hören die Leute halt zu. In der Comedy-Show muss halt ständig ein Lacher kommen. Ja. Was sagst du zu Bülent Ceylan? Der so als... Hallo. Ja, wahrscheinlich ist das ein ganz netter Typ. Also kann man sich mal angucken. Aber... Das ist halt wieder so dieser Klassiker, wo so gewisse Elemente... Er ist jetzt Mettler. Er hat lange Haare. Er moscht einmal kurz. Oh, er ist Mettler. Das ist lustig. So, das sind so diese... Das ist genau das, wo ich mir denke, da wird Humor falsch transportiert. Das ist für ein Massenpublikum, für das er mit Sicherheit seinen Content macht. Also er möchte eine Masse ansprechen, sonst würde er wahrscheinlich... Ist das auch so ein Stadienniveau, was er macht? Ja, definitiv. Ja. Sonst würde er so viele Leute natürlich gar nicht erreichen. Aber das ist genau so das, wo ich mir denke, da fühlt man sich dann als Mettler so ein bisschen in die falsche Ecke gedrängt, kann man nicht sagen. Aber da sehe ich mich nicht. Und da ist auch die Frage, wenn du dir jetzt mal Metal in Film anguckst, da wird der Mettler so in den Komödien oftmals gerne so als der Naive, als der Außenseiter und so als der Unbeholfene dargestellt. Ja. Warum ist das so? Ja, weil es lustig ist. Ne? Also, es sind halt Klischees. Klischees funktionieren immer. Ich habe noch gar nicht leer hier. Oh Gott, oh Gott, geht's hier rund. Ich habe neulich über Lombok und Lombok oder wie heißt die Fortsetzung mit jemandem geredet, wo halt auch viele gesagt haben, das wäre das erste Mal, dass Kiffer in einer Komödie vernünftig dargestellt werden, wo halt auch immer dieses Klischee ist, ja, hängen nur auf dem Sofa rum, kiffen sich und sind saublöd. Und das ist halt lustig für die Masse und bei Metalheads ist auch Bill und Ted und hier Wayne's World und so. Ja. Das sind immer Vollidioten, die irgendwie durchs Leben stolpern. Und am Ende eine mit Föhnfrisur kriegen. Aber, ja. Ich möchte einmal kurz zu dem, du hast jetzt gerade das Teutoburger Helle ausgeschenkt. Was sagt ihr? Mir gefällt es. Besser. Wesentlich besser und ich würde auch sagen, gefällt mir. Ist vollmundiger. Mhm. Was soll ich dazu sagen? Da ist auch eine Bitterkeit drin, was ich so ganz gerne mag. Ja, ich mag Helle sowieso ganz gerne. Ja. Süffig. Ja. Ich finde solche Sachen wie Wayne's World funktionieren unglaublich. Also das ist ja auch ein Film, der... Hat mich nicht zum Metal gebracht, aber da war ich so ein Jungspund und habe das gesehen und ich habe den so abgefeiert. Und gar nicht mal, also ich habe
in dem Alter einfach jetzt das nicht stur als Komödie gesehen, sondern einfach als ganz tollen abgefilmt. So, und ich sehe da so viel wieder, so, was auch in der heutigen Zeit so für mich verloren gegangen ist, was ich ja oftmals auch in den Kolumnen anspreche, diese Leichtigkeit, so diese Naivität, einfach etwas zu machen, sich einfach in den Keller zu setzen und einen Fernsehsender zu gründen, irgendwelche Leute einzuladen, auf die Schnauze fallen, trotzdem weitermachen. Ist das bei dir, du machst ja auch schon, wie lange Musik? So, ich sag mal zumindest. Also bestimmt über 25 Jahre in Bands. Mhm. Ja, also meine erste Band hatte ich mit 15, also das war 1990. Hast du dir das Gefühl vom Anfang behalten können oder ist viel verloren gegangen? Wie würdest du das Ich würde sagen, es ist nicht viel verloren gegangen, nee. Weil ich das, glaube ich, einfach im Laufe der Zeit hat sich eine Entwicklung einfach eingestellt. Am Anfang als absoluter Dilettant, als jemand, der gar nicht weiß, woraus es ankommt. Und dann macht man seine Erfahrungen. Und solange man immer noch Spaß an der Sache hat und auch trotzdem noch weiß, manche Sachen sind halt relativ einfach zu handeln. Und es ist nicht so ein professioneller Scheiß sozusagen. Da ist das alles in Ordnung. Also ich finde, es ist immer noch eine Leichtigkeit vorhanden. Ja. Wenngleich natürlich bestimmte Prozesse oder Abläufe viel professioneller abgehen und einem anders vorkommen, sage ich jetzt mal. Platten also, veröffentlichen und dergleichen, meine ich damit, ne? Ja, Konzerte booken und so. Ja, das ist alles ein bisschen entmystifiziert, finde ich. Das ist, glaube ich, ein guter Begriff. Ja. So, das ist richtig. Ja, man weiß halt schon, du hast das mal in einer Sendung erzählt, wenn man noch so ein junger Typ ist, der irgendwie keine Erfahrung hat mit irgendwelchen Musikern im Backstage und dergleichen. Man hat immer so die großen Vorstellungen, was da alles abgeht. Ja. Und wenn man dann halt das alles selbst erlebt, also ich gehe auch zu jedem Musiker eigentlich hin und behandle ihn so als normalen Typen. Ja. Selbst wenn das meine alten Idole sind. Ich bin auch der Meinung, man darf auch auf Augenhöhe gehen. Aber freuen kann man sich trotzdem. Ja. Also wenn ich bestimmte Musiker treffe, die mir viel bedeuten, wo mir die Musik viel bedeutet, da freue ich mich schon, auf jeden Fall. Ja, es gibt ja also zwei Fälle, die du Backstage hast. Entweder du gehst auf jemanden zu und es funktioniert, alles super, so, also kommst, bist gerade angekommen, die anderen sind schon da, das ist ja meistens der Fall, oder umgekehrt, kommst rein, sagst Moin. Und in dem Moment entscheidet sich's eigentlich, kommst du gut klar. So, bei uns war ja im Grunde genommen, doch, ging sehr schnell, da kreisten die Bierflaschen und bei mir kommt da sicherlich oftmals so eine Enttäuschung raus, aber das ist so eine naive Enttäuschung darüber, dass im Underground eigentlich schon so viele Mechanismen scheinbar genauso kommerziell ablaufen, wie man es sich denkt, wie es eigentlich erst kommt, wenn man irgendwann damit Geld verdient. Also man macht sich einen mega großen Stress und letzten Endes ist das, was zurückkommt, alles idealistischer Natur, wie ich das schon mal gesagt hätte. So. Aber da kommen wir zu weit ab, so wollen wir jetzt nicht zu sehr. Ich wollte dazu sagen, und zwar, weil es so ist, weil es idealistischer Natur ist, deswegen bin ich auch der Meinung, dass halt bestimmte Sachen halt nicht verloren gegangen sind. Ja. Wenn es jetzt wirklich nur noch so wäre, du fährst irgendwo hin, du spielst deinen Gig, du machst dies und das und dann haust du wieder ab und so, habe ich ja auch schon bei anderen Bands erlebt, wo ich halt auch auf einzelne Leute echt... Das heißt stinkig. Ja, also von manchen Leuten bin ich schon enttäuscht, so dass sie ihre eigenen Ideale irgendwo verraten in meinem Empfinden. Das ist ja total subjektiv. Ich kann mir das immer vom Gedankengang her schon erklären, dass das für die notwendig ist. Aber beim Underground-Bereich ist es halt, wie du sagst, idealistisch und die Leute reißen sich den Arsch auf und ja, manchmal denkt man so, es ist halt dann nicht, weil gerade wenn du dann mit Label zusammenarbeitest, gut. kurze Frage, kurze Antwort. Könntest du es dir vorstellen, in einer Band, die saumäßig Erfolg hat, zu spielen, aber mit dem Wissen, dass du mit deinen Bandkollegen nicht keinen guten Kontakt hast? Nö. Das wollte ich nur mal wissen. Nö. Warum ist Spinal Tap ein Film, der so unglaublich gut funktioniert? Auch über die Jahre, warum hat er an nichts eingebüßt? Ihr kennt ihn hoffentlich. Ja, sicher. Gut, wunderbar. Er ist einfach perfekt. Also warum ist dieser Film in seinem ganzen Humor ist er perfekt und er nimmt halt Sachen auf die Schippe, die man halt wirklich kennt. Dieses im Backstage verlaufen bis zum geht nicht mehr. Theater, ich sage nur Theater. Nirgendwo kann man sich besser verlaufen. Ja. Der Stonehenge, das ist so
krass. Und natürlich, das ist auf 11 drin, das ist so blöd, aber es stimmt. Man hat damals immer versucht, irgendwie extremer, immer lauter, immer schneller zu sein. Und es wurde halt immer albern. Ja. Und Spinal Tap hat das einfach perfekt eingefangen, auch mit dieser Form, dass sie diese Mockumentary gemacht haben und nicht einfach nur ein Spielfilm. Das war eine super Idee von denen einfach. Ja, und ich hatte eine der besten Dokumentationen, in diesem Fall eine Mockumentary, aber eine der besten Musikerdokumentationen ist für mich die Last Days Here, das Leben von Bobby Liebling, wie sie ihn versucht haben, wieder auf die Bühne zu hieven, weil sie so unglaublich nah ist, und aber auch unglaublich ernst, sodass man da teilweise sitzt und echt schon so ein Train da wegdrücken muss, weil er da versucht, sehr in den Sofaspalten sein Crack oder so weiter da sucht, so, was halt die komplett andere Seite ist. Ich finde, bei Spinal Tap ist das Spannende, dass das auch irgendwo Doku-Charakter hat, die Charaktere sicherlich überspitzt sind, aber man sich da irgendwie wieder sieht. Also, versteht ihr ungefähr so? Also, man glaubt, dass es so ist. Sie sind halt auch sehr liebevoll. Liebevoll, also, ja, genau. Es ist zwar überspitzt, aber nicht so, dass man die Charaktere zum Opfer macht. Also man missbraucht sie nicht, sondern es ist eine liebevolle Hommage einfach. Ja. An Rockmusik. Ich denke, es ist ein Film, wo dann die Leute, die da ein bisschen mit zu tun haben, auch definitiv sagen, das und das kommt mir bekannt vor. Hm. Was kommt dir da so bekannt vor? Oh, kann ich jetzt gar nicht so speziell sagen. Also das ist auch echt ewig her, dass ich den gesehen habe. Da war ich Anfang 20, über 20 Jahre. Ne? Ich glaube, ich habe diese Szenerie, wo die vom Backstage-Bereich nicht auf die Bühne gefunden habe. In einer wesentlich kleineren Version, aber irgendwie so, ich glaube, zweimal sogar auch erlebt. Das eine war sogar in Bielefeld. Da wurde alles, war alles so mit Tüchern verhangen. Da haben sie aus den Tüchern Gänge gemacht und irgendwie hast du nicht mehr gecheckt, wo du lang musstest, dass du irgendwie auf die Bühne kommst. Und irgendwo anders hatte ich das auch mal. Da ranntest du durch irgendwelche Gänge und wusstest einfach. Das ist schon eine recht verrückte Geschichte, ja. Also was mir gerade noch einfällt, ist, wenn ich mich richtig erinnere, war das auch so, dass die teilweise auf irgendwelche Details irgendwie achten, wo man sagt, das ist eigentlich total unwichtig, aber für denjenigen ist es super wichtig. Und die nächste Sache ist, dass halt diese Auseinandersetzung mit den einzelnen Leuten, wenn ich mich richtig erinnere, ist es ja so, dass jeder Musiker einen ganz bestimmten Charakter irgendwie zugewiesen bekommen hat. Und dann gibt es ja auch diese berühmten Bassistenwitze und dergleichen. Ja, ja. Und irgendwo ist da ja auch immer was ein Stück weit dran. Mhm. Also irgendwo, wenn man die Leute so trifft es oft zu. Ja, ja. Muss ich aber auch sagen, also bei Sachen, die ich schreibe, ist mir ganz wichtig, dass, also nicht, dass die Leute jetzt kommen, ey, ich fand das geil oder sowas, sondern dass mir Leute, die Ahnung haben, sagen, ja, so ist das. Weil dann habe ich was geschafft. Also das ist für mich so immer mein Ziel. Ja, das ist ja auch das, was Humor, glaube ich, so ausmacht. Oder was wo dann Humor wirklich gut wird, wenn du drüber lachst, dann denkst du drüber nach und dann denkst du so, oh. So entweder so im Fall, so, dass es wirklich so einen richtigen Nerv trifft, so wie das dann im Kabarett sicherlich ist, so im politischen Bereich ist. Und dann denkst du, ach du Scheiße, so ist das halt. Ne? Und oder eben in dem, ja, nee, ja, genau so ist das so. Ich hatte ja diese Lästermaul-Geschichte da gemacht, wo ich auch mal 10 Minuten erzählt habe, wie es live wirklich so ist. Klar, ich war da frustriert und sicherlich sollte das sehr überspitzt sein. Aber mir haben Leute gesagt so, ja, genau so ist das. Nee, das war keine Satire, das ist genau so ist das. Deshalb habe ich aufgehört, Musik zu machen. Jörg, moin. Und ja, das ist es tatsächlich. Ne? So, jetzt merkt ihr so langsam, da schlägt auch bei mir der Alkohol ein bisschen ein. Ich verstehe, Wir sollen Bier trinken. Ne? Was sollen wir denn erstmal trinken? Also wir haben jetzt das helle Teutoburger getrunken. Also wir hatten 2 Stück, hat er mir geschickt, 2 verschiedene. Das Pale Ale und das helle. Helle, gut? Jo. Wunderbar. Das Pale Ale war nicht so ganz mein Ding. Ich bin aber auch nicht so der Pale Ale-Trinker. Ich glaube, es ist Zeit für den Verporten da, den Klassiker. Oh Gott. Das ist ja sozusagen die Referenzflasche. Ja. Weil, also ich denke mal, die meisten Leute kennen ja am ehesten Verporten und... Ich sollte vielleicht die Dinger nicht immer aufessen. ist ja noch da, ne? Glaube ich. Ja. So, heute hat die bessere Hälfte hier schönes Chili gemacht. Wir versuchen ja unsere Gäste hier einigermaßen zu umsorgen. Dankeschön. So viel zum Thema. Ich mag das Zeug nicht, ne? Ja, also... Ich habe es ewig nicht getrunken. Es hat immer so ein Flair von Omis 80. Geburtstag. Naja, das passt noch oldschool. Warum oldschool Death Metal und keinen technischen, aktuellen? Ich denke, Jint. Oldschool hat halt, also bei uns zumindest,
Du konzentrierst dich auch auf das Wesentliche, ohne großen Schnörkeln und so ein Zeug. Deswegen. Atomwinter haben ein neues Album raus. Ich habe es schon bekommen. Ich habe es früher, also die Vinylfassung habe ich früher bekommen als Olle. Und Catacombs, richtig? Und ganz tolles Album. Stumpf, schwarz, geradeaus. Keine filigranen Geschichten. Sie hatten mich bei den Unter-Unter-Parts. Die sind einfach richtig schön da. Sowas liebe ich. Also das Album der Woche diese Woche ist die Atomwinter Catacombs. Das schon mal jetzt hier am Rande. Ja, so richtig, meine Fragen habe ich eigentlich durch. Ich würde ganz gerne mal generell nochmal das Thema zusammenfassen. Wenn wir über das Thema Humor und Metal sprechen, haben wir es sicherlich so zusammengefasst, dass es ein Unterschied ist zwischen, also ich sag mal, Witze machen und so weiter oder Spaß haben, dass Humor klar geht, wenn es zum Beispiel so weit geht, wie du es sagtest, da erkennt sich jemand drin wieder. Deshalb funktioniert so etwas wie Spinal Tap. Deshalb funktioniert auch sowas wie Wayne's World, würde ich sagen. Und ja, also grundsätzlich, was sagt ihr? Also ich muss halt auch nochmal sagen, also ich schließe mich da auch so ein bisschen an. Also wenn das unpassend ist, also wenn eine Band wirklich düster ist oder negativ oder es halt auch wirklich um Hass rauslassen geht. Also mir fällt zum Beispiel ein Konzert von I Hate God ein, wo ich absolut auch nicht will, dass da irgendwie dann großartig Späßchen gemacht werden. Ja. Dann ist das halt so und das muss dann auch so sein. Aber es schließt sich alles nicht aus. Also Metal ist so ein weites Feld, da kann es alles geben. Meinetwegen können die Leute ja auch JBO gut finden. Ich find's halt kacke. Ja, ja. Ich sehe es im Prinzip genauso, weil jeder soll sich aussuchen, was er gut und richtig findet. Mhm. Mich persönlich nervt es manchmal, wenn irgendwelche Bands live richtig Hammer Brett fahren und plötzlich erzählt einer der Musiker, im Zweifelsfall halt der Sänger. Ja, so alberne Geschichten. Ja, und dann ist das ja jetzt alles gar nicht so. Und jetzt machen wir ein neues Lied und so. Möchte ich nicht hören, weil ich will halt den Schlag in die Fresse kriegen auf verbale Art und auf musikalische Art. Ja, das wäre so ein Ding. Ich hatte nochmal drüber nachgedacht, nochmal im zweiten Teil so Tipps an junge Bands zu machen. Und das sind zum Beispiel solche Sachen. Viele fahren richtig geil auf der Bühne und dann zwischen den Songs kommen dann irgendwie so ganz komische Sprüche oder sie gehen auf irgendwelche dummen Sprüche aus dem Publikum ein oder sowas, was man einfach nicht machen muss. Du bretterst da einfach los und es ist einfach 45 Minuten lang stumpf und geradeaus. Was empfindest du in dem Moment? Empfindest du wirklich richtig Wut oder Befreiung dadurch, dass du durchdrehen kannst eigentlich? Also das ist nicht immer gleich, muss ich sagen. Du hast mal in einer Sendung gesagt, dass du manchmal total die Aussätze hast, dass du gar nicht mitkriegst, was los ist. Mhm. Ich kenne das absolut. Also ich glaube, dass wir da teilweise auf der Bühne ähnlich fühlen, vermute ich. Kann es nicht wissen. Und ja, es gibt so Momente, wo man alles wahrnimmt. Mhm. Zum Beispiel am Partisanenauftritt. Ich wusste in der gar nicht, was los gewesen ist. Es war alles an mir vorbeigeflogen. Ich war gar nicht da. War ich habe mir hinterher Fotos angeguckt und dachte, ach, so war das. Ja. Ich habe es gar nicht geschnallt. Echt. Ja, war, das also, kennt, glaube ich, jeder Auftreten. Ne? Und ja, also doch. Also die besten Auftritte sind, wenn man sowas von abschalten kann, dass wirklich alles komplett rausgelassen werden kann, weil es ist doch auch was total Wichtiges fürs Leben, denke ich einfach. Mhm. Und wenn eine Person der Meinung ist, es funktioniert durch Humor, respektiere ich das. Das ist okay. Ja. Aber es ist halt nicht mein Weg. Und jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Also du könntest nicht in einer vorstellen, es gibt ja so Fun-Metal, so wie es Fun-Punk gibt. Ich denke, das passt auch so nicht. Es gibt halt, ich denke schon, dass jetzt auf dieser Ebene, wo für viele Mettler dann das Verständnis kommt, das ist schon diese alkoholgeschwängerte, vielleicht ein bisschen assigere oder halt tatsächlich, wie nennt man das, der Kadaverfeger-Humor oder der Experimentory Grindfuckers-Humor, der ja dieses klassische Grind-Publikum einfach stumpf, dieses ein Publikum, was etwas Stumpfes geboten haben will, so auch bedient wird und da passt es dann auch gut. Grundsätzlich halte ich die Metal-Szene nach all den Jahren, in der ich so unterwegs bin, als durchaus sehr humorvoll. Auch interessanterweise, es gibt ja auch Studien, die beweisen, dass oder was heißt beweisen, das ist ja immer so eine Sache, da werden 90 Leute gefragt, Mettler durchaus sehr reflektiert sind und du hast dort eben intelligentere Leute, die sich aber auch nicht zu schade sind, abseits von der Musik, also nicht auf der Bühne stehen, sondern während der Raucherpause draußen einfach
Spaß haben, blöde Witze machen, einfach, und darum geht es ja auch, geht ja darum, auch das zu genießen. Und ich finde auch sehr wichtig, dass du den Humor auch behältst, weil sonst hältst du ja viele Sachen auch gar nicht aus. Also ich glaube, wenn du den Humor ist ja auch nicht, immer eine Bewältigungsstrategie. Eine Bewältigungsstrategie, genau. Deswegen machen wir Witze über Unglücke, weil wir damit dann besser klarkommen. Das ist halt ein Trick unserer Psyche. Ja. Also ich denke auch, Humor im Leben ist natürlich wichtig. Mhm. Es gibt halt die unterschiedlichen Ebenen, vom schwarzen Humor bis zum Flachwitz und was weiß ich noch alles. Mhm. Aber weil du das ja auch gefragt hast, Humor im Metal, ja, du hast das vorhin so schön gesagt, es gibt halt Bands und Konzerte, wo das einfach gar nicht gewünscht wird, weder von dem Publikum, noch, es wäre auch nicht angemessen. Und im Gegenzug kenne ich es natürlich auch, dass es im Publikum Leute gibt, die alles total witzig finden und die diesen Ernst, die der Musiker gerade auf der Bühne darüber bringt und dass das sozusagen auch gerade alles real ist, die verstehen das nicht. Für die ist das dann wiederum albern, kann ich mir vorstellen. Das gibt es auch, dass Leute, insbesondere gegenüber Black Metal hast du es dann häufig, weil man sich da so dermaßen ernst nimmt auf der Bühne, dass es dann vielleicht für einen Death Metaler, Heavy Metaler überzogen, albern wirkt, wie ernst sie sich nehmen so. Kann das auch manchmal, kannst du das vorstellen, dass es so ist? Ich kenne das aus dem Kino, als wir zum Beispiel in S gewesen sind, da war eine Gruppe von Leuten, die ganze Zeit nur am Lachen war, nicht weil sie es witzig fand, sondern eben aus der Bewältigung, weil es so für sie so gruselig war, dass sie gar nicht wussten, wie sie anders damit umgehen müssen, als dumme Witze zu machen. Kannst du das vorstellen, dass eine Band dermaßen schwarz auf der Bühne rüberkommt, dass das Publikum, oder ist das unsinniger Gedanke? Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Also es gibt ja so spezielle Konzerte, die wirklich im Hirnhaften bleiben. Also bei mir war damals ein Immortal-Konzert, was ich erlebt habe, wo ich dachte, das ist jetzt gerade echt böse. Also das war das diabolischste Konzert, was ich erlebt habe. Wann war das? Das ist schon lange her. Also ich habe ABBA nämlich 2015 gesehen, hatte mich echt gefreut auf den Gig. Und war scheiße, ne? Ich kann ihn als Musiker echt respektieren, weil er ein sehr guter Musiker ist, der sehr gute Songs auch geschrieben hat und auch schreiben kann. Aber das ist zum Beispiel, also ABBA ist tatsächlich jemand, wo ich sagen muss, ich kann über ihn lachen, wenn er dann im Interview sitzt und I'm not a shower, I'm a bath. So finde ich das witzig so. Es ist nur die Frage, ob ich als Person in einer solchen Band solche Witze vor der Kamera machen würde. Also das ist, ich glaube, aber bei ihm ist aber auch so ein bisschen so, er fing ja an, lustig zu werden durch seinen Crab Walk. Ja. Diese Art zu tanzen, und dann ist er, glaube ich, auch so ein bisschen darauf reingefallen, dass Leute das lustig fanden und das aufgegriffen haben, und er hat das dann weiterverarbeitet, finde ich. Also wieso ich das beobachtet habe, dass er dann halt selber auch immer irgendwie das forciert hat, dass irgendwas Lustiges auch passiert. Ja. Und ich glaube, da hat er sich ein bisschen ins Knie geschossen, was so halt, wie gesagt, die Atmosphäre bei Konzerten und sowas angeht. Ja. Und dann passieren dann halt auch noch solche Sachen, wie dass er sich da volles mit aufs Fressbrett legt. Ach, wo den Rasen runter. Und dann das dann viral geht, ne? Ja, das ist natürlich. Und deswegen ist er jetzt so ein bisschen so der Kasper unter den Black Metal-Leuten. Und das ist eigentlich schade, weil musikalisch ist er immer eine Bombe. Also oder du hast die Band, jetzt komme ich natürlich wieder auf den Namen nicht, die auf dem finnischen Steelfest aufgetreten ist und so einen viralen Hit gelandet hat von 1,5 Millionen Klicks auf einen Auftritt von denen, wo die so brutal besoffen waren, dass sie einfach nichts mehr auf der Bühne hingekriegt haben, nur hingefallen sind, wie es ein ich weiß auch nicht mehr. Die Informationsehernie hat es gesehen. Ja, und jetzt das ist dann sowas. Ist das, aber sowas frage ich mich dann immer. Gut, die Leute sind, ich kann es mir bei denen wirklich vorstellen, so stumpf, denen ist das scheißegal. Also, das ist für die, die hatten ja danach sogar noch im finnischen Popfernsehen, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Auftritt gehabt, wo sie dann nebenbei gespielt haben. Das war dann wiederum auch so scheiße. Also, die haben ja diesen viralen Hit nicht mal für sich nutzen können, weil die Musik auch einfach nicht. Das ist dann Humor natürlich, der wird nicht gesteuert von der Band, sondern da macht jemand eine Witznummer mehr oder weniger aus sich und verspielt sein ernstes Image, was du bei Immortal, einer sehr bekannten Truppe hast. Mir fällt da auch keine andere Black Metal Band jetzt so ein, die in dieser Form so das macht. So, ne? Oder kennt ihr da irgendwen? Also über wen man sich halt auch oft genug lustig gemacht hat, ist halt Danny Filth. Aber der ist nie drauf eingestiegen, hat es immer durchgezogen und inzwischen respektiert man ihn dafür. Und manchmal ist er ja auch, sieht es auch ein bisschen albern aus, wie er sich so darstellt, aber er macht das aus voller Überzeugung und das ist super. Also
Das waren so eine der ersten Black Metal Konzerte. Da sind wir nach Hamburg gefahren und auf der Gods of Darkness Tour, wo Cradle of Filth das eine Jahr. Ach, wir müssen auch noch mal ein Bier trinken. Bier trinken, ja. Ich rede mal weiter. Ich glaube, die Story habe ich aber schon erzählt. Gods of Darkness Festival. Das eine Jahr waren Cradle Headliner und Gogoroth Co-Headliner. Das andere Jahr waren es Dissection. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall. Ja, da ist Dani halt schon immer wild rumgesprungen. Das eine Jahr richtig oldschoolig rumgekreischt. Das nächste Jahr, Dankeschön. Das nächste Jahr, da kam dann der größere Erfolg. Da war er, ja, wie gesagt, dieses nippelfreie Oberteil und Plastiklilien im Publikum. Das war schon sehr merkwürdig. Ich habe ihn dann, und darauf wollte ich hinaus, jetzt Jahre später auf der Tour mit Behemoth gesehen. Glücklicherweise waren sie... Nee, da waren Behemoth Headliner und die hatten eine absolut krasse Show da abgeliefert. Nee, da waren Cradle Co-Headliner. Und da ist er auch immer noch so rumgezappelt, obwohl da fast 20 Jahre dazwischen lagen und macht immer noch so das Gleiche. Ich fand es auch nicht albern im Nachhinein, auch so jetzt, wo man dann sich das angeguckt hat und gehofft hat, einfach nochmal die Oldschool-Songs zu hören. Er konnte nicht mehr so singen, das war halt schade. Ich fand die Show aber halt auch nicht. Und ich schreibe auch sehr gerne über Heavy Metal, weil ich versuche so ein bisschen die Vorurteile abzubauen, die es darüber gibt. Also für die meisten Leute ist Heavy Metal so eine Musik, die entsteht, wenn man einen sehr, sehr wütenden Russen in den Einkaufswagen setzt. Und dann in einen Industrieventilator schubst und sind alle total böse, hassen uns so durch die Innenstädte, beten Satan an und tragen schwarz, bis jemand was richtig Dunkles erfährt. Kinnas, ich würde sagen, wir beenden die Sache jetzt hier. Ein Fazit erübrigt sich. Wir haben, denke ich, einiges angesprochen. Ihr könnt ja einfach mal in den Kommentaren hinterlassen, welche Meinung ihr zu diesem Thema Humor und Metal habt. Wie viel Humor kann Metal und so weiter. Und damit lasse ich euch jetzt alleine. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Und ich möchte mich natürlich ganz herzlich hier bei meinen Gästen, Michael Göre und Olle Holzschneider, bedanken. Hat Spaß gemacht. Und dafür sage ich nochmal vielen Danke. Dank, ganz tolle Sache. Haut rein. Over and out. Ich nehme nochmal hier einen von der Dean. Boah, alter Schwede, da habe ich einen Kahn drin. Das war letztes Mal nicht so doll. Was? Ja. Ja, wir machen das einfach nochmal von vorne. Nur noch, ja, ja. Die Aufnahme hat automatisch gestoppt, weil Karte voll. Ja. Meine Verabschiedung.